Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch einen Deadpool-Cake-Topper für eine Deadpool-Motivtorte. Ich hoffe, das Video wird euch gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß und los geht's. Als erstes habe ich mir ein großes Stück roten Fondant genommen und habe daraus versucht, grob den Körper und den Kopf zu formen. Also halt oben ein bisschen kleinen Kopf und dann halt den Körper. Und das, was mir zu viel war, habe ich dann, also beziehungsweise ich habe dann die Form, so wie ich den Körper haben wollte, eingezeichnet und den Überschuss abgeschnitten. Und das Ganze habe ich auch mit einem Schallstickspieß wieder fixiert, damit das schön gut stabil bleibt. Und nachdem die Form dann so war, wie sie mir dann am besten gefallen hat, habe ich dann mit einem Tool einmal diese Muskelpartien eingezeichnet und eingedrückt und das Ganze ein bisschen so geformt, dass die Muskeln aussehen halt ja wie so ein Sixpack und dann, dass das auch wirklich dann heraussticht, dass der da halt diese Bauchmuskeln hat. Nachdem ich das dann erledigt habe und ich komplett mit dem Körper einmal zufrieden war und fertig war, habe ich das Ganze einmal über Nacht trocknen lassen. Am nächsten Tag habe ich mir den dann einmal genommen und habe mir aus schwarzem Fondant ja diese Augen rausgeschnitten. Allerdings muss ich allgemein sagen, die kompletten Augen haben mir so gar nicht gefallen. Mein Sohn hat sie gefallen, für ihn war die Torte, aber mir haben sie so gar nicht gefallen. Ja, sonst ist eigentlich erstmal nicht so viel zu sagen. Schaut es euch an. Also ich habe einfach die ganzen Details, die ich so auf dem Foto mir angeguckt habe, versucht nachzumachen und an den dran zu kleben. Dann habe ich mir aus einem weiteren Stück roten Fondant versucht, die Arme zu formen. Und ich muss sagen, da habe ich echt am meisten dran gekämpft. Die wollten einfach nicht so, wie ich das wollte. Und ich habe die halt einmal oben an die Schulterkugel da angeklebt und das Ganze mit ein bisschen Wasser bestrichen und dann verblendet. Aber ich sage euch, die hat mich einfach wahnsinnig gemacht. Also generell jetzt die Arme. Aber unterm Strich habe ich es irgendwie geschafft, dass die so sind, dass sie mir einigermaßen gefallen haben. Allerdings haben mir dann die Schulterpartie nicht mehr gefallen, aber ich habe es dann so gelassen. Also man sieht das halt, die eine Schulter ist breiter als die andere. Das Ganze habe ich dann auch nochmal trocknen lassen, damit die Arme auch wirklich so an ihrer Position bleiben. Als nächstes habe ich mich dann einmal um die Schwerter gekümmert. Dafür habe ich einfach ein Stück grauen Fondant ausgeschnitten und mir so eine Form halt von einem Schwert rausgeschnitten. Und aus dem Stückchen schwarzen Fondant habe ich mir dann einfach ja, die Griffe gemacht. Und diese mit dem Messer so perforiert, nennt man das. Also so, dass halt diese Striche da drin sind, einfach reingedrückt damit. Und aus einem weiteren Stück schwarzen Fondant habe ich mir dann die letzten kleinen Details gemacht. Und zwar an der Taille hat der ja von seinem Anzug so ein bisschen schwarz und an der Schulter hat der so ein bisschen schwarz. Und das Ganze habe ich dann einfach drüber geklebt über die Figur und das Ganze ein bisschen verblendet.
Ja, und fertig ist dann einmal die Deadpool Cake Topper Figur. Ganz zufrieden war ich nicht, aber für mich persönlich ist es nicht ganz so schlimm gewesen, dass ich nicht ganz zufrieden bin, da meinem Sohn die Figur sehr gefallen hat. Und das ist ja das Wichtigste, dass der beschenkt wird, dem die am meisten gefällt. Ja, das war es dann auch schon wieder und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss.